eine Sache, die ist ganz besonders schön hier in Dubai. Die haben verstanden, dass Sport eine Sache ist, die die Volksgesundheit angeht und die im Sinne aller Politiker und aller Menschen sein sollte, die mit dem Volk irgendwo zu tun haben, wenn man so will. Hört sich jetzt total doof an, aber genau das ist eigentlich der richtige Gedanke, Sport zu treiben. Finde ich persönlich, ist einfach ein Recht, genauso wie Wasser eigentlich auch frei und ohne irgendwelche Kosten aus der Leitung kommen sollte, weil letztendlich haben die nie für dieses Wasser bezahlt, sie pumpen es lediglich hoch und das sind einfach mal so Kleinigkeiten, wo ich mir persönlich einfach sage, muss man da wirklich immer anfangen, das Ganze so zu regulieren und den Menschen so für jede Kleinigkeit eigentlich Geld abzunehmen. Natürlich, wer ins Fitnessstudio gehen will, wer da einfach die Eisen benutzen möchte, der kann das tun, aber es gibt auch noch was anderes und das sind diese Calisthenics Parks, also diese Freeletic Parks, die gibt es hier in Dubai an jeder Ecke, sogar am Strand stehen so vereinzelte Geräte und was es hier noch gibt, ist so ein richtiger Park, so ein richtiges Outdoor-Gym ohne Gewichte, einfach nur im Freeletics-Bereich, aber anders als bei uns in Deutschland ist da eine richtige Vielzahl an Übungen möglich und die Leute, die geben da alles. Und genau das schauen wir uns jetzt an und ich bin schon mega gespannt, was wir da alles heute für ein kleines Workout machen können. Gerade kein sportlicher Wettkampf stattfindet, werden hier auch die örtlichen Hinrichtungen der Vereinigten Arabischen Emirate durchgeführt. Also hin und wieder hängt hier auch jemand anders, zum Beispiel wenn er sich in der Öffentlichkeit küsst. Simon, hast du mir diese Yacht da reserviert? Ja, natürlich, die ist reserviert. Ja, ja. Robert Geis mein Name, meine Yacht. Mit der fahren wir jetzt eine Runde. Ich würde vorschlagen, wir starten jetzt durch. Kommt mal mit. Ganz unschwer zu erkennen, wir sind hier an einem kleinen Yachthafen in Dubai. Also sowas gibt es hier wie Sand am Meer. Und das, was ihr hinter mir seht, das da, ja, ist ein richtig schräger Turm. Der ist mindestens genauso schräg wie meine Bauchmuskeln. Ja, also ihr seht schon mal, was hier abgeht. Das ist auf jeden Fall ein richtiger Hotspot hier. Richtig krass. Also gerade diejenigen, die hier Geld haben, lassen das voll raushängen. Hier schämt sich auch irgendwie keiner dafür, dass er hier sein Reichtum zur Schau stellt. Und mit seinem kleinen Boot und einem... Ja, ich denke mal, Angestellten, der das Ganze hier auch noch für ihn durchführt, da schämt sich hier keiner dafür und dass der natürlich meistens nur eine etwas dunklere Hautfarbe hat, liegt nicht nur an der Sonne hier. Also insgesamt ist das ein Land, wo die Leute sich auf jeden Fall nicht dafür schämen, dass sie sich hier was erarbeitet haben. Einen guten Tipp kann ich euch auf jeden Fall geben, wenn ihr eure ungnädige Frau glücklich machen wollt, dann fahrt mit der einfach in so eine Shopping Mall. Wir sind hier in einer der größten Shopping Malls, also so eine Outlet Mall hier in Dubai. Sarah hat vorhin ein bisschen schlechte Laune gehabt, weil sie viel zu viele lange Sachen mitgenommen hat und möchte hier natürlich lieber in kurzen Klamotten rumlaufen. Da haben wir uns gedacht, ja, was soll man machen, bevor ich mir das Genörgel weiter anhöre. Das ist sozusagen Selbstschutz, also ganz egoistisch gedacht. Wir fahren einfach in eine Outlet Mall. Sie kann sich hier nach Lust und Laune ausshoppen. Ja? Und ich habe dann dafür meine Ruhe. Das ist doch mal ein guter Deal. Und, kommst du in Versuchung? Nee. Wenn ich jetzt hier einen Eiweißshake angeboten bekommen würde, dann glaube ich, würde ich in Versuchung kommen. Aber sowas hier schon. Aber sowas tönt dich an, wa? Ja, spielen, da will ich spielen gehen. Guck mal, ist total leer. Soll ich dich hier abliefern? Ich gehe alleine weiter shoppen. Kannst du mir bitte deine Visa geben?
Ja, in diesen arabischen Ländern ist es natürlich auch gang und gäbe, dass man seine Frau hier in den wohlbekannten Oberarmgriff nimmt. Und hier, das ist sozusagen wie ein Hund, der sein Stöckchen trägt. So wird die Frau hier entsprechend durch die Mall geführt. Also wundert euch nicht, das ist was ganz Normales hier. Das ist mein Horror hier. Das ist die absolute Horrorvorstellung für mich. Ich find's schön. Guck mal hier. Alles ist frisch. Was ist das? Jackfruit. What is the name of this fruit? Jackfruit. Das smell, oh, wie das duftet. Riech mal. Schmeckt es? Ja. Yeah. How much is this one? 20. It's ready for eat. Wie schmeckt es? Fragst du mal? Ja, so wie es riecht wahrscheinlich. Is it sweet or sour? A little sweet. A little bit? A little bit sweet. Sieht aus wie Nüsse, oder? Ja, das sieht fantastisch aus. Auch das hier. Die kennen wir ja aus Mango Deutschland Sweet. Auch. Ja. Da gibt es momentan einen Flavor in dem Geschmack Mangosteen. Ja, Royal Flavor. Willst du ein bisschen Geld haben, mein ja. Kleiner? Das, hier ist es so, wenn die gucken immer komisch, dass ich das Portemonnaie raushole. Ja. Und dann geben sie auch nicht mir das Geld wieder, sondern Simon. Ja, und es ist natürlich immer ganz besonders wichtig für mich zu erwähnen, dass du lediglich das Geld trägst. Also ähnlich wie ein Kamel, ein Beförder, trägst du nur dieses Geld für mich. Der Inhaber des Ganzen, inklusive diesem Stück Ware hier, bester Qualität. Hier kriegst du ein bisschen Taschengeld, das ich bin natürlich was kaufen. Ich. Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, ob das momentan in meinen Ernährungsplan reinpasst. Das riecht so sündig, da glaubt man gar nicht daran, dass es eine Frucht ist. Man kennt es nicht. Ich würde echt gerne wissen, wie sich das auf Deutsch schimpft, aber. Ja. Wir nehmen es einfach mal mit. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, diese Fruit nennt sich Jackfruit. Und die riecht so krass süß. Moment, du musst filmen. Also wenn die so schmeckt, wie sie riecht, soll wohl eine sehr große Frucht sein. Die größte asiatische Frucht, sagt es sie gerade. Jackfruit, ich habe es noch nie gehört. Also wenn ihr wisst, was es ist, schreibt es mal in die Kommentare rein. Würde ich mich echt freuen zu wissen, was das ist und wo man sowas vielleicht bekommt. Also sieht echt komisch aus, wie die hier aufgeschnitten ist. So von der Bissfeste erinnert mich das an Mango. An eine wirklich gute Mango. Also nicht an eine, die so faserig ist, sondern... Bäh. Wirklich lecker. Ist halt nicht so süß. Also das riecht süßer, als es schmeckt. Komm, wir gehen mal weiter. Kann man essen. Kleiner Snack für zwischendurch. Das ist doch gestört. Draußen sind 40 Grad und die gehen hier echt Eislaufen. Also das ist richtig verrückt hier, ihr glaubt gar nicht, was hier los ist. Es sind so viele Menschen, es sind so viele verschiedene Kulturen, die hier zusammenkommen. Und hier ist so krass die Hölle los. Also hier wird einfach mal Eishockey gespielt. Ich weiß zwar nicht, nach welchen Regeln hier gespielt wird, aber die spielen halt einfach, die machen einfach genau das, worauf die Bock haben. Es ist einfach mal der absolute Wahnsinn hier, was hier abgeht. Und gefressen wird natürlich auch so, wie sich das gehört, an jeder Ecke. Ich meine, das Essen ist wirklich gut, da kann man nichts sagen. Aber dieses ständige überall alles, das toppt ja sogar, was in den USA abgeht. Das ist einfach mal richtig krass heller Wahnsinn. Und ich hoffe, dass ich hier nicht allzu sehr zunehme. Ich habe schon festgestellt, dass ich so ein bisschen speckig geworden bin, gerade hier unter dem Kinn. Ja? Seht ihr das? Genau da habe ich schon ein bisschen was zugenommen. Extrem geiles Panorama hier mit dem Wasserfall. Ich glaube, das ist der größte Indoor-Wasserfall der Welt. Also es sieht schon richtig hammermäßig aus, wie das Wasser darunter perlt. Und
sieht fast schon aus wie, ja, als wenn es irgendwo extra angestrahlt wird, damit es so weiß ist. Einfach nur ein übertriebenes Erlebnis für diese ganze Shopping Mall. Ich weiß gar nicht, was ich hier kaufen soll, was man hier eigentlich überhaupt kaufen soll. Eigentlich ist es viel eher so ein Erlebnispark, wo du wahnsinnig viele Sachen geboten kriegst, ohne dass du irgendwas kaufst. Soll es auch geben, glaubt man manchmal kaum. Das Schöne hier ist, zu jedem Sündenmecker gibt es auch noch eine gesunde Alternative. Ihr werdet es hier ganz oft sehen. Die haben richtige leckere Süßspeisen, weil die Süßspeisen im arabischen Raum sozusagen so eine Art Ersatzdroge für den Alkohol sind. Also hier wird ja kein Alkohol getrunken, aber die Leute sind umso heißer eigentlich auf alles, was Zucker enthält und Süßspeisen enthält und so weiter. Hier haben wir gerade Eis entdeckt. Ich glaube, das schauen wir uns unbedingt nochmal an, weil das sind hier Eisvitrinen, die sprengen jegliche Vorstellungskraft. Gebt euch mal das hier. Very nice. Was wir jetzt machen, ist auf jeden Fall eine absolut sündhafte Ausnahme. Aber ich will das natürlich auch gar nicht und wir begleiten ja eigentlich auch nur. Also es ist eine Sache, wo ich mich eigentlich innerlich total gegen sträube. Ihr seht es mir schon an. Wir gehen jetzt zu Fatburger. Fatburger ist das, wo die immer anfangen durchzurufen, wer was bestellt hat. Also das heißt, man hört es einmal, dann brüllt die ganze Crew das Ganze nochmal. Richtig lustig. Also es hat schon was Besonderes hier. Und so mit Fast Food hat es schon was zu tun, auf jeden Fall. Aber es ist nicht so dieses 0815 Fast Food, sondern es ist schon auf jeden Fall so das Gucci Fast Food, wenn man so möchte. Hunger! Essen ist gerade gekommen. Wie ihr seht, es ist alles sehr frisch gemacht. Also nicht zu vergleichen mit dem, was man aus Deutschland kennt. Man muss hier auch auf jeden Fall so 5 Minuten, 10 Minuten atmen, bis das Essen kommt. Nicht schlimm. Sarah gibt sich heute mal einen schönen Cheat. Pommes und Veggie-Burger. Nee. Ja, wir schauen uns das mal an. Was sagt so ein Veggie-Burger? Ja? Hat schon sein eigenes Gravitationsfeld. Da kann sich McDonald's Burger mal kriegen, mal eine Scheibe von abschneiden. Vollkornbrot. Ohne, dass ich es sagen musste. Ja, das ist ein Veggie-Burger. Sehr gut. Und den gibt sich Sarah jetzt erstmal richtig krass, Fettburger-mäßig. Da sind die Pommes auch gar nicht schlimm. Lecker. Mein Fazit zu Fatburger, ich hätte nicht gedacht, dass Fast Food auch auf die Art und Weise möglich ist. Man muss es einfach nur möglich machen oder es zumindest wollen. Fast Food muss nicht immer wahnsinnig schnell gehen, auch wenn das Wort es einem suggeriert. Fast Food muss nicht immer im Fett ertrinken und Fast Food muss nicht immer mit minderster Fleischqualität zu tun haben. Ich habe jetzt hier kein Fleisch gegessen, ich habe aber gesehen, was die anderen gegessen haben und es sah wirklich gut aus. Da hätte man jetzt auch nicht irgendwie von diesen matschigen Patties reden können, sondern du siehst wirklich, wie alles gemacht wird, du siehst wirklich, wie alles frisch zubereitet wird. Da läuft Musik im Hintergrund, die Bedienung, die ist super freundlich, die ist super happy. Natürlich gehört es dazu, dass man da die Bestellung nochmal im Chor wiederholt und das Ganze auch noch so feiert und dann da rumbrüllt, I love Fatburger. Das ist schon klar, aber insgesamt, es ist eine super krasse Alternative zu McDonald's und Burger King und auch zu Kentucky Fried Chicken auf der gegenüberliegenden Seite. Seht ihr schon mal, einigermaßen erfolgreich, bei Nike waren wir gewesen. Bei Adidas haben so ein bisschen was eingekauft, gerade so Sportbekleidung und so. Jetzt geht's zurück ins Hotel, wir sind die ganze Zeit schon ordentlich am Buckeln. So ist das mit diesen ganzen Shopping-Outlet-Malls. Die Frau möchte irgendwas und am Ende kauft natürlich der Mann. Ich meine, die Verlockung ist einfach mal groß bei den Preisen hier und bei der Vielfalt an Angeboten. Das ist übrigens unser Hotel. Ja, kann man nichts anderes zu sagen, außer richtig geil. Mövenpick kann ich einfach jedem empfehlen, der genau weiß, dass er wer eine anstrengende Zeit hat, dass er einfach ein gutes Hotel braucht mit Internet, mit einem richtig tollen Buffet, mit richtig gutem Essen, Sauberkeit 1A. Also ich glaube, das Hotel von außen sieht schon mal richtig geil aus und genauso wie es von außen aussieht, ist es von drinnen auch.